Und weiter geht's mit dem zweiten Teil der Attention-Mechanismen. Attention, please. Das ist die hier, ja, die Badenaus-Teil, Comcat-Teil, weil ich H-Decoder und Encoder-State konkateniere, weil ich die aneinander hänge. Oder man sagt eben auch oft, das ist der additive Style, weil ich die beiden Teile eben auch addieren kann. Zum Berechnen ist es besser, ist es der bessere Weg, das zu addieren, anstatt es zu konkatenieren. Das funktioniert, das ist auch gut, hat nur einen Nachteil, es ist relativ viel Rechnerei. Ja, ich habe drei Identschichten, die ich da durchrechnen muss, jedes Mal zusätzlich, in jedem Step auch, ja, in jeder Iteration muss das ja geschehen. Das ist, ja, wenn es nötig ist, machen wir es, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht nötig. Deshalb haben sich die Leute Gedanken gemacht, ob das nicht einfacher geht. Und ein ganz wichtiges Paper, in dem ganz, ganz viele Ideen angedacht sind, ist das Luong-Manning-Paper von 2015. Dort hat er diesen Stil hier Concat-Stil genannt und die vereinfachte Form davon, die hat er General-Stil genannt. Und er hat noch eine einfachere eingeführt, Dot Product Attention. Die ist nochmal vereinfacht. Heute, also ich benutze meistens die Bezeichnung, hier sagen wir eben, das ist entweder additiv, multiplikativ, weil hier ist tatsächlich nur noch eine Matrix-Multiplikation, ja, drei Matrizen, die multipliziert werden, oder drei Tensoren, die multipliziert werden. Man könnte auch sagen, das ist Luong-Style, weil das eben hier in diesem Paper zum ersten Mal publiziert worden ist. Und das da unten ist ein Dot-Product-Style. Das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Und wieder das Spielchen. Wie machen wir diese Matrix-Multiplikation? Also, Farben richtig wählen. Und dann sagen wir, wir haben unser Hadik. Wir haben unser H-Inc. So viele, wie wir Schritte haben im Encoder und wie wir Units haben im Encoder. Üblicherweise nimmt man tatsächlich gleich viele Units für Encoder und Decoder. Tatsächlich ist es gar nicht mal nötig. Ja? Das würde auch gehen mit unterschiedlicher Zahl von Units. Jetzt wollen wir das multiplizieren mit einer Matrix da dazwischen. Und da sieht man schon, das geht irgendwie so geht das nicht. Deshalb steht das da oben in der Formel auch schon richtig dran. Wir müssen transponieren. Wir müssen, damit wir eine schöne Matrix-Multiplikation hinbekommen, unser HT erstmal transponieren, unser HT erstmal transponieren. Also das ist unser H-Decoder. Ja, was mache ich denn? Das ist H-Decoder transponiert. Und das multiplizieren wir jetzt mit unserer Gewichtsmatrix. Wenn ich gleich viele Neurone habe im Encoder und Decoder, also zum Beispiel jeweils drei, dann ist das eine 3x3 Matrix. Wenn ich das multipliziere, was bekomme ich raus? Dann bekomme ich wieder Matrixmultiplikation, so viele Spalten, wie ich in meiner ersten Matrix Spalten habe. Und so viele in meiner zweiten Matrix Spalten habe und so viele Zeilen, wie ich in meiner ersten Matrix Zeilen habe. Das heißt, ich bekomme einen Vektor aus, der so aussieht. Jetzt will ich eine zweite Multiplikation machen. Ja, also ich nehme das für die zweite Hälfte der Multiplikation, für die hier. Ja, und jetzt muss ich das multiplizieren mit meinen Encoder States. Ja, ich gehe immer einfach mal von drei Units aus. Und was bekomme ich als Ergebnis? Ja, nach der gleichen Regel der Matrix-Multiplikation bekomme ich einen Zeilenvektor
Der hat jetzt aber wegen meiner ersten Matrix auch wieder nur eine Zeile. Und die Zeile ist aber so lang, wie ich hier Zeitschritte habe. Ja, und Sie sehen, das geht tatsächlich auf. Das sind meine Alignment Scores. Und ich habe jetzt so viele Alignment Scores, wie ich Zeitschritte habe. Ja, das sind Steps hier. Ja, das sind die Steps, weil mein H-Eng hat ja Steps und Units Dimension. Ich bekomme für jeden Step einen Alignment Score. Wunderbar. Ja, das heißt, wenn ich das so multipliziere, also mal es nochmal hin, HT dick T mal W mal H-Eng kann ich das einfach durchmultiplizieren und bekomme meine Scores. Beziehungsweise die kann ich jetzt noch Softmax skalieren, dann habe ich mein Alpha fertig. Ja, also ganz einfach. Die Idee dahinter ist, dass man eben nicht richtige Dense Layer hier braucht, sondern dass es eigentlich doch reicht für das Alignment, wenn ich auf irgendeine Art und Weise meine Decoder State und meine Encoder States miteinander in Verbindung bringe. Am besten noch mit irgendeiner Parametrisierung dazwischen. Und das erreiche ich durch diese Multiplikation mit der Gewichtsmatrix natürlich. Da habe ich eine Parametrisierung und ich habe die miteinander in Verbindung gebracht. Wie jetzt die Verbindung ist zwischen Encoder und Decoder, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich trainiere das ganze Ding ja mit Backpropagation. Und die Backpropagation, die muss mir eben die Gewichtsmatrix W hier so hinbauen, dass die nachher richtig ist. Ja? Dass die nachher genau so ist, dass die Verknüpfung zwischen meinem Decoder-State, meinem violetten Decoder-State und meinem blauen Encoder-State sinnvoll ist und dass dann ein sinnvoller Alignment Score bzw. sinnvolle Alphas dabei rauskommen. Zurück zur richtigen Implementierung. Also wieder das einfache Beispiel, was ich Ihnen hier dargelegt habe. Ja, ohne Mini-Batches, da geht es natürlich ganz billig. Genauso wie gerade aufgemalt. Wir rechnen einfach den Attention Score, indem wir unser aktuelles H transponieren, mit unserer Matrix multiplizieren und das H-Inc mit dazu multiplizieren. Dann wird noch Softmax gerechnet und wir können den Kontextvektor wieder wie vorher berechnen, indem wir einfach H-Inc mit Alpha transponiert multiplizieren. Also genau das, was da oben steht, kann man einfach hier hinschreiben. Da wir eine Gewichtsmatrix haben, die trainiert wird, müssen wir die irgendwo abspeichern. Deshalb implementieren wir das nicht einfach als Funktion, sondern wieder als Typ, sodass wir ein Objekt machen können, in dem dann das W gespeichert drin ist und optimiert werden kann. Also Sie sehen, recht einfach, ja? Ich kann es da unten, sehen Sie, wie es aufgerufen wird. Ja, ich mache nur ein Objekt und kann dann die Signatur aufrufen und den Attention Score berechnen. Das ist natürlich schon ein Tickelchen einfacher zu berechnen als der Concat-Style. Es ist tatsächlich nur noch eine Gewichtsmatrix statt vorher drei und na, es sind zwei Matrix-Multiplikationen, ja, weil ich einmal von links und einmal von rechts an die Gewichtsmatrix dran multiplizieren muss. Aber ist einfacher. Allerdings im dreidimensionalen Fall haben wir wieder das Problem mit dieser komischen Multiplikation da. Und das müssen wir uns jetzt auch noch ein bisschen genauer angucken, wie man das lösen kann. Ich habe da eine Weile rumgetüftelt, weil es ist zwar einerseits schön, die Mathematik direkt hinschreiben zu können, eben in so einer schönen Sprache hier, andererseits muss es aber auch richtig sein.
Und bei dreidimensionalen Tensoren habe ich tatsächlich irgendwann auch mal so meine Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie das jetzt multipliziert wird. Ja, was sind denn die Indizes, über die summiert wird? Welche bleiben erhalten? Wie muss die Form sein? Damit das Ganze dann auch noch mit Broadcasting und Recycling und so richtig funktioniert. Und die erste Idee, die einem da weiterhilft, ist, man schaut mal, wie die Physiker das machen, die sowas öfters brauchen. Und da gab es mal den klugen Menschen, den Einstein, der hat auch vor diesem Problem gestanden scheinbar und hat eine ziemlich gute Idee gehabt, wie man sowas zumindest mal im Kopf sortiert bekommt, nämlich indem man das Problem in Einstein-Notation hinschreibt. Das zeige ich Ihnen jetzt mal, weil das ist tatsächlich eine super elegante Methode, so ein Problem sich im Kopf zu vereinfachen, damit man versteht, was da eigentlich wirklich funktioniert. Da muss ich wieder an die Tafel dazu. Dazu schauen wir uns mal ein einfaches Problem an. Und zwar, wir wollen eine kleine Matrix hier oder einen Vektor multiplizieren mit einem Gewichtsvektor. Also im Prinzip der erste Teil von dem, was wir hier tatsächlich benötigen. Und wir wissen ja schon, was wir dabei rausbekommen, nämlich wir bekommen raus sowas hier, ja, wieder ein Zeilenvektor. Jetzt schreibe ich hier mal die Indizes dran, die es da so gibt. Ja, das hier hat einmal den Index Units im Decoder, ich nenne es mal D, ja, das sind die Decoder Units. Und es hat den Index Mini-Batch, ups, sorry, Mini-Batch MB. Das heißt, wenn ich hier jetzt mehr hätte, mehrere Mini-Batches hätte, dann hätte ich da eine Matrix. Ja? So wie ich es zunächst hingemalt habe, ist Mini-Batch 1. Dann haben wir unsere Gewichtsmatrix. Unsere Gewichtsmatrix hat auch Dimensionen. Und zwar hat die Dimension logischerweise hier, muss es dieselbe sein wie da, also Decoder Units. Und in der zweiten Richtung hat sie für unsere Berechnung hier die Dimension Encoder Units. Ja, typischerweise sind die gleich bei uns, aber es sind natürlich zwei verschiedene Dimensionen und die könnte man durchaus auch anders machen. Und dann bekommen wir raus ein Ergebnis von dieser einfachen Multiplikation eines Zeilenvektors mit einer Matrix, eine neue Matrix oder einen neuen Zeilenvektor, der hat die Dimension jetzt hier oben. Sie wissen es, das ist das, was auch unser normaler Dense Layer ja ist, E, also Encoder Units und nach unten wieder MB. Das heißt, wenn ich hier mehrere Mini-Batches hatte, hätte ich hier auch wieder mehrere Mini-Batches. So, und Einstein hat jetzt gesagt, ja, dann lass uns das doch mal so hinschreiben. Ja, er sagt, wir haben hier einen Vektor h, der hat den Index mb, die Indizes mb und d. Wir haben hier eine Matrix w, die hat die Indizes d und e. Und wir haben ein Ergebnis, ich nenne es mal groß A, ist egal wie. Und das Ergebnis, das hat den Index MBE. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann stellt man fest, durch diese Schreibweise ist eigentlich völlig exakt festgelegt, was hier gerechnet werden muss. Ja? Denn im Ergebnis fehlt ein Index, ja? Das D fehlt im Ergebnis. Das hier. Und damit ist klar, dass über dieses D summiert werden muss. Ja, wenn Sie zurückdenken, unser Trick, wie wir mehrdimensionale quasi Matrix-Multiplikationen gemacht haben, ist, wir machen elementweise Multiplikation und müssen jetzt den richtigen Index finden, über den summiert wird, damit dieser Index verschwindet. Und wenn ich das so hinschreibe,
dann sehe ich sofort, welcher Index verschwinden muss und dann weiß ich, über welchen ich summieren muss. Und dieser Trick, der geht jetzt natürlich, der geht völlig universell. Ja? Jetzt will ich hier, also mein violettes H-Dick rechnen. H-Dick T mal meinem W mal meinem H-Inc. Und jetzt schreibe ich mir meine Indizes dazu. Die sind gleich wie da oben. Ja? H-Dick T ist MB D, W ist DE und H-Inc ist, ja, was hat H-Inc für eine Dimension? Das müssen wir uns jetzt natürlich überlegen. Was hat H-Inc für eine Dimension? H-Inc hat die Dimension Units, also Encoder-Units im B. T, Sidesteps. Ja. Und ich will ein Ergebnis haben. Das Ergebnis soll mein ups, sorry, sorry, sorry. Das Ergebnis soll meine Scores sein. Ich nenne es mal S, ja, meine Scores. Und was brauche ich für Scores? Ja, die Scores, die sollen die Dimension haben im B. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist jetzt auch klar definiert, was da berechnet werden muss. Ja? Natürlich habe ich noch nicht gesagt jetzt, wie das tatsächlich gerechnet wird, auch in der Praxis, also wie ich das technisch mache. Aber ich habe mir jetzt genau hingeschrieben, was ich haben will. Und ich muss jetzt halt überlegen, wie muss ich jetzt die Matrizen multiplizieren, damit genau dieses Ergebnis rauskommt, das ich haben will. Aber wir haben natürlich Glück, weil wir sind keine Physiker, sondern wir sind Informatiker. Das heißt, wir haben Computer zur Hilfe und es sollte doch möglich sein, quasi diesen Formalismus in einen Algorithmus umzusetzen, das heißt ein Computerprogramm zu schreiben, das einem diese Indizes hier analysiert. Und dann entsprechend Loops generiert, die über meine Matrizen hier drüber loopen, addieren, multiplizieren und so weiter, sodass das am Ende richtig wird. Und ja, das gibt's. Ja, es gibt sowohl für Python als auch natürlich für Julia gibt es Pakete, die heißen Einsum, Einstein-Summe. Und in diesen Einsum-Paketen kann man mit unterschiedlicher Notation diese Einstein-Notation angeben und die rechnen einem das aus. Ich habe es Ihnen natürlich hier in Julia jetzt gemacht und da unten mal hingeschrieben, wie das aussieht, ja, mit dem Einsum-Paket in Julia. Es gibt sogar mehrere Einsum-Pakete da, das ist eins davon. Und Sie sehen, das ist ein Makro, das heißt, das wird erst noch im Quellcode übersetzt dann vom Makro-Compiler. Und wir schreiben einfach hin, ich will haben ein Ergebnis der Dimension Mini-Batch und Schritte. Und ich will es haben, indem ich multipliziere mein HT, da gebe ich an eben Units Decoder mal Mini-Batches, meine Gewichtsmatrix, die Gewichtsmatrix ist Units Decoder mal Units Encoder groß und meine States H-Encoder, H-Inc, die sind Units Encoder mal Mini-Batches mal Zeit groß. Ja? Ihnen fällt auf, hier gebe ich nicht mal H transponiert an, sondern ich gebe sogar das Untransponierte an. Das ist natürlich mathematisch nicht sauber, aber der Mechanismus, der mir hier aus dieser Definition die richtigen Schleifen generiert, der kann damit sogar umgehen, weil da läuft dann eben die Schleife andersrum und dann passt es wieder. Ja, also der Mechanismus im Einsum-Paket, der kann sogar damit umgehen, dass vielleicht einzelne der Matrizen transponiert werden müssen, damit das mathematisch korrekt ist, weil er einfach nur sagt, schau mal, dass das mit den Indizes hier aufgeht. Und das funktioniert.
Ja. Und das ist sogar nicht mal schnell, nicht mal langsam. Sorry, nicht mal langsam, das ist sogar schnell. Das ist ein bisschen langsamer, als wenn man gleich die Matrixmultiplikation richtig hinschreibt in Julia. Ich kann die ja auch direkt hinschreiben, also im zweidimensionalen Fall könnte ich es direkt hinschreiben. Wenn ich das über die 1 zoome mache, ist es anderthalb Mal so langsam oder so. Also, aber es ist akzeptabel dafür, dass ich mir keinerlei Gedanken darüber machen muss, wie die Multiplikation funktioniert. Ist so ein bisschen Zeitverlust akzeptabel. In Python ist es leider nicht ganz so, ja, weil in Python das Paket natürlich auch Schleifen baut. Und Schleifen in Python, Sie wissen es, das heißt, in der Python-Implementierung würde ich das nicht produktiv verwenden. Aber Sie können es trotzdem verwenden, um auszuprobieren, ob eine Idee, die Sie haben, richtig ist. Dafür ist es natürlich genial. Sie können beliebige Verknüpfungen von mehrdimensionalen Arrays auf die Art und Weise definieren, ohne sich überlegen zu müssen, wie das eigentlich mathematisch korrekt multipliziert wird, sondern Sie schreiben nur hin, welche Indizes habe ich und welche will ich behalten und der Rest macht den Rest, macht das Paket. Jetzt habe ich kein Bild mehr. Doch, da ist es wieder. Den Rest macht das Paket. Ja, als ich das ausprobiert hatte, habe ich gedacht, wunderbar, alle Implementierungen im Helferlein-Paket werden mit Einzoomen gemacht, weil da muss ich nichts mehr denken und nicht denken ist immer fein. Leider hat es neben dieser kleinen Performance-Lücke noch ein zweites großes Drawback. Nach dem Drawback, dass es in Python nicht geht und viele von Ihnen werden wahrscheinlich am Ende in Python arbeiten, noch ein zweites Drawback, weil es geht vor allem nicht auf der GPU. Denn das sind eben Schleifen, die hier gemacht werden. Und was tatsächlich gerechnet wird unter der Haube, ist schlicht und ergreifend natürlich, nimm das erste Element hier, nimm das erste Element hier, schieb das Element auf die GPU, schieb das Element auf die GPU, mach die Multiplikation, GPU macht die Multiplikation zwischen diesen zwei einzelnen Werten, hole den Rest wieder zurück und jetzt geh in die nächste Iteration. Und das geht natürlich nicht. Ja? GPUs sind dann schnell, wenn wir den gesamten Tensor hinschieben und dann auch die GPU die Tensorarithmetik machen lassen. Wenn wir anfangen, einzelne Multiplikationen auf die GPU zu schieben, ja, also das dauert, ja, was auf der CPU in ein paar Millisekunden geht, dauert auf der GPU Stunden im Zweifel. Ja, wenn die Matrizen groß sind, dauert so eine einzelne Matrixmultiplikation auf die Art und Weise, auf die GPU kopiert, tatsächlich Stunden. Also ist völlig undurchführbar. Wir können leider produktiv das so nicht machen. Es ist, wie gesagt, trotzdem eine super gute Idee zum Ausprobieren, zum Entwickeln, zum Testen. Ja, weil man sich eben nicht keine Gedanken darüber machen muss, wie die Multiplikation funktioniert. Aber produktiv geht es leider nicht. Das heißt, die produktive Implementierung für den mehrdimensionalen Fall, die sieht einfach ähnlich aus, wie Sie das von Badenau kennen. Ich gehe gar nicht im Detail jetzt mehr durch. Der erste Teil ist wieder aufblasen, dass wir immer zwei dreidimensionale Tensoren haben. Und jetzt berechne ich hier die Projektion, also hier den hinteren Teil, die Projektion des Encoder States durch die Gewichte, die berechne ich vor, damit ich die vielleicht auch wiederverwenden kann, wenn ich will, weil gilt natürlich das Gleiche. Ja, das muss nur einmal pro Sequenz berechnet werden. Also da kann ich mir Rechenzeit sparen. Und die zweite Multiplikation habe ich wieder aufgedröselt, ja, meine simulierte hochdimensionale Matrixmultiplikation sozusagen, nicht als BMM, sondern elementweise gebroadcastet, recycelte Multiplikation. Und ich muss mir wieder überlegen, über welche Dimension muss ich denn jetzt addieren, wo muss ich die Summe bilden. Und klar, wenn ich die Attention Scores haben will, die Attention Scores sind nur vom Zeitschritt abhängig. Und für jede Unit meines Layers habe ich denselben Score. Das heißt, ich muss über die Units summieren. Und die Units sind die Dimension 1. Und der Rest ist wie gehabt. Ja, also eigentlich auch nicht schwer. Und so ist es wieder schnell. Ja, so ist es wieder ratzfatz schnell, weil ich wieder nur zwei Matrixmultiplikationen habe, die ich komplett auf der GPU abarbeiten kann. Und die ganzen Tensoren liegen eh schon auf der GPU. Damit geht es tatsächlich sehr, sehr schnell und ich habe wenig Zeit verloren. Wenn wir weiter unsere Liste der Attention
Faktoren, der Attention-Mechanismen durchgehen. Dann kommt als nächstes das Dot-Product, auch schon von Wong vorgeschlagen, von den Google-Leuten wurde das sehr, sehr stark in den Vordergrund geschoben. Das ist nochmal eine Vereinfachung. Ja, General war schon vereinfacht, der multiplikative Stil, letzten Endes nur noch eine Gewichtsmatrix und gegen die multipliziert. Der Dot-Product, der sieht nochmal einfacher aus. Das heißt, ich mache nur eine Matrix-Multiplikation zwischen meinem aktuellen Decoder-State und meinen Encoder-States. Und da ist überhaupt gar keine, sind gar keine Parameter mehr drin. Da wird nichts mehr angepasst. Zu berechnen, ja, hier die Implementierung brauche ich, glaube ich, nicht darauf eingehen. Das ist billig. Das ist jetzt nur noch die eine Multiplikation und fertig. Ich habe ja hier auch in meinem Objekt keinen Parameter mehr gespeichert. Aber wie kann das funktionieren? Im ersten Moment denkt man, das kann nicht funktionieren, weil ich muss ja irgendwie, muss ich ja die Verknüpfung dieser beiden Tensoren, die muss ich ja parametrisieren, weil das neuronale Netz muss ja die Attention lernen. Die ist ja nicht da. Ja, ist ja nicht so, dass damit automatisch eine richtige Attention produziert wird. Es funktioniert aber tatsächlich trotzdem. Und der Grund liegt eigentlich auf der Hand, denn unser neuronales Netz hat ja genügend Parameter. Es ist ja nicht so, dass wenn ich hier die Parameter weglasse, dass ich dann in meinem neuronalen Netz keine anpassbaren Parameter mehr habe. Sondern was passiert ist einfach, dass das ganze neuronale Netz mit seinen Tausenden, Hunderttausenden anpassbaren Parametern drumherum, das passt sich so an, dass diese Verknüpfung, dass diese Multiplikation dann tatsächlich Sinn macht. Muss so sein, weil ich optimiere ja den Gesamtloss am Ende. Und der Gesamtloss wird dann optimiert, wenn die Attention hier Sinn macht. Und dazu muss eben der Kontext um die Attention rum so angepasst werden, dass der Sinn macht. Wenn der Kontext drumherum falsch ist und das keinen Sinn macht, dann ist das Ergebnis schlecht, dann habe ich einen großen Loss. Und das optimiere ich ja gerade weg. Ja, das heißt, es ist tatsächlich, es ist eigentlich ziemlich brutal. Ja, ich gebe einfach eine Verknüpfung vor zwischen zwei Dingen, die ich verknüpft haben will, und zwinge mein neuronales Netz dazu, quasi sich drumherum so anzupassen, dass diese Verknüpfung, die ich vorgebe, tatsächlich Sinn macht. Das funktioniert. Es funktioniert sogar super gut, weil das ist natürlich jetzt noch viel weniger Rechenarbeit. Das ist nur noch eine Matrix-Multiplikation, die ich hier machen muss, beziehungsweise ich habe sie hier wieder getrickst. Ja, es ist wieder die elementweise gebroadcastete Multiplikation mit der anschließenden Summation, damit es für beliebig dimensionale Tensoren geht. Dot Product Score nennt sich das. Ich bin immer ein bisschen verwirrt. Dot Product ist ja eigentlich das Skalarprodukt. Da kommt natürlich kein Skalar dabei raus, sondern da kommt wieder eine Matrix dabei raus. Aber es ist eben das Matrixprodukt, also ein Matrixprodukt. Alignment-Funktion wäre das oder Matrix-Produkt Alignment Score, aber im Angelsächsischen sagt man Dot Product dazu. Gut, also das waren im Prinzip die Luong-Attention-Mechanismen, die alle zurückgehen letzten Endes auf dieses Luong-Paper von 2015, die alle in Gebrauch sind, auch vor allem dieser Dot-Product, der ist extrem in Gebrauch, aber auch die anderen. Also Badenau ist einfach der fetteste. Wenn es nicht wirklich auf Rechenzeit ankommt, kann man den nehmen, der funktioniert vermutlich am besten, am einfachsten, weil der am meisten anpassbare Parameter hat. Wenn es auf Rechenzeit ankommt, dann ist eben Luong-Style, also multiplikativ, noch ein bisschen besser oder Dot-Product natürlich noch mal besser. Jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen Mechanismen, die ein bisschen anders funktionieren, weil sie andere Informationen mit reinnehmen. Wir haben jetzt ja immer irgendwie den aktuellen State von hier mit dem Encoder-State verknüpft auf unterschiedliche Art und Weise. Es geht aber auch anders. Ja, eine Idee könnte man nicht den Encoder-State hier einfach ganz rauslassen, sondern sagen, meine Attention hängt einfach ausschließlich davon ab, in welchem State mein Ding hier jetzt gerade ist. Die Berechnung ist dann natürlich noch viel einfacher. Ja, ich brauche bloß meinen aktuellen State
und brauche irgendwelche Parameter, mit denen ich die multipliziere. Ja? Und dann bekomme ich Attention-Faktoren, die wende ich dann an hier auf meinen alten Hidden State und nehme den als Input. Aber der Zustand, der Kontext spielt keine Rolle. Also das bedeutet, in dem Fall ist es jetzt quasi so, dass die Attention, die Aufmerksamkeit, wo, auf welchen Zeitschritt des Encoders, des Inputs, schaut mein Decoder besonders stark, hängt nicht mehr vom Kontext ab, hängt nicht mehr von der Außenwelt ab, sondern hängt nur noch davon ab, in welchem Zustand ich hier gerade selber bin. Ja, mein eigener Zustand spielt da oben mit und sonst gar nichts. Das ist eine spannende Idee, es hängt vom Anwendungsfall ab. Ja? Wenn Sie feststellen, Sie haben ein Beispiel, bei dem tatsächlich der Kontext keine Rolle spielt, dann kann das ganz gut funktionieren. Sie können auch einfach mal das bei einem x-beliebigen Beispiel ausprobieren und wenn es funktioniert, dann wissen Sie, ah, der Kontext spielt keine Rolle. Ja? Also könnte eventuell bei NLP sogar auch funktionieren, ja? Dass allein der Kontext hier ausreicht, um zu bestimmen, auf welchen Input, auf welchen Zeitschritt muss man denn mehr schauen, auf welchen muss man weniger schauen. Implementierung ist billig, brauche ich glaube ich nicht drauf eingehen. Ja? Ja, das Einzige, worauf man hier achten muss, ist, wenn man das so macht, hier steckt jetzt das T, die Zahl der Zeitschritte, die steckt jetzt in der Gewichtsmatrix drin. Ja? Bisher konnte ich das immer so clever implementieren, dass die Zahl der Zeitschritte die freie Dimension war, die automatisch entstanden ist. Ja, ich habe meine Parametermatrizen so groß gemacht, dass sie auf die Zahl der Units passen, aber die Zeitschritte, die sind einfach entstanden. Ebenso die Mini-Batches. Die Mini-Batches sind entstanden während der Rechnung. Die muss ich nicht vorher hart kodieren. In dem Fall ist es tatsächlich ein bisschen dumm. Hier muss ich die Zeitschritte hart kodieren. Kann man aber irgendwie machen. Ich gebe eben eine bestimmte maximale Zahl von Zeitschritten vor und fülle dann auf mit Nullen oder irgendwie sowas. Ja, also man kann es auch implementieren, aber man muss sich im Klaren sein, wenn man das macht, die Zahl der Zeitschritte ist hart kodiert in dem W drin. Ja, ich brauche es, glaube ich, nicht aufmalen, wie es geht. Das Gleiche kann man andersrum machen. Also das eben hieß Location-Based. Die andere Strategie, die heißt temporale Attention. Temporal Attention. Was ist das? Da schaue ich ausschließlich auf meine Zeitschritte. Das heißt, ich sage, ich mache einen Attention-Faktor, der hängt nur davon ab, aus welchem Zeitschritt es war. Da kann man sich wiederum relativ leicht Anwendungen einfallen lassen. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen irgendwie Kundenverhalten modellieren mit einem neuronalen Netz. Und dann kann es ja sein, dass es einfach nie eine Rolle spielt, was der Kunde gestern gemacht hat, aber immer eine große Rolle spielt, was der Kunde letzte Woche gemacht hat. Ja, dass es bestimmte Zeiten in der Vergangenheit gibt, die immer wichtig sind und andere Zeiten in der Vergangenheit gibt, die nie wichtig sind. Und dann ist temporale Attention eine Idee, bei dem einfach der Attention-Faktor ausschließlich von der Zeit abhängt und überhaupt nicht mehr vom aktuellen Zustand, den ich gerade selber habe als Neuron. Ja. Die Fälle gibt es. Auch hier das Problem, hier steckt wieder natürlich die Zeit in der Gewichtsmatrix drin. Also ich muss die Stelle, auf die ich meine Attention legen muss, richten muss. Vielleicht hängt die ja auch davon ab, was hier als nächstes reinkommt. Ja, also Sie sehen hier, ich habe hier, das ist der Schritt, den ich gerade berechnen will. Und da kommt ja ein Input rein, ein Trainingsinput. Und ich nehme jetzt den nächsten Trainingsinput oben in meine Alignment-Funktion rein und falte den irgendwie mit meinem letzten State. Kann das sinnvoll sein? Ja, das kann sehr sinnvoll sein. Das ist zwar vor allem hier im Bereich Language Processing kann das sinnvoll sein. Also wenn Sie einen Übersetzer bauen zum Beispiel oder wenn Sie semantische Textanalyse machen, also den Sinn von Texten verstehen wollen, da kann das extrem sinnvoll sein, weil nehmen Sie mal an, ja, ich habe hier meinen Satz, ich liebe Julia. Ja?
Und jetzt nehmen wir mal an, wir sind ja, oder hier sind wir an dem nächsten Schritt. Ich war klar, jetzt kommt der zweite Schritt. Auf welchen Wert muss ich denn da schauen? Um richtig entscheiden zu können, muss eigentlich mein Attention-Mechanismus verstehen, was der Sinn der Sache ist. Also die Semantik, nicht nur die Grammatik verstehen, sondern die Semantik, den Sinn verstehen meines Satzes. Und jetzt könnte ich ja zum Beispiel sagen, ich liebe Julia, ich könnte aber auch sagen, ich hasse Julia. Und ich hasse Julia ist ein komplett anderer Sinn als ich liebe Julia. Und es ist jetzt nicht unbedingt gesagt, dass bei ich hasse und bei ich liebe die Attention auf die gleiche Stelle fallen muss. Ja? Kann durchaus sein, dass bei hasse eine andere Attention nötig ist als bei Liebe. Also deshalb macht es natürlich Sinn, quasi den nächsten Input anzuschauen, weil damit bekomme ich mehr Informationen darüber, was eigentlich der Sinn der Information ist, die gerade im State meiner LSTM steckt. Also auf die Art und Weise, immer wenn ich nicht nach der Grammatik schaue, um meine Attention festzulegen, sondern nach dem Sinn schaue, nach der Semantik schaue, dann ist dieses Input-Feeding eine ziemlich gute Idee und das ist natürlich auch ganz leicht zu implementieren, ja, weil Sie müssen nur hier den nächsten embeddeden Input nehmen und den da oben reinwursten. Und ja, wie macht man das? Ich habe hier schon die Formel hingeschrieben. Ja, man kann es zum Beispiel auch additiv machen. Ja, hier mit Tangent zu, das ist Badenaus-Teil. Additiv, ich kann es Luongs-Teil machen, multiplikativ, ich kann es Dot-Product-mäßig machen. Sie können die ganzen Implementierungen, die Arten, wie die beiden Informationsanteile hier verknüpft sind, die wir vorher geschaut haben, die Sie bisher gelernt haben, die können Sie hier ganz genauso auch verwenden. Ja. Und Sie können es sich möglichst einfach machen. Ja. Ich habe hier einfach mal im Prinzip einen Dense-Layer hingeschrieben mit Tangens Hyperbolicus. Ja. Kann man auch machen, ja, mit W und B. Ja, einfach einen Dense-Layer aufbauen oder eben wieder zwei Dense-Layer, damit Sie es addieren können, damit es schöner zu implementieren ist. Wie auch immer. Funktioniert ganz gut, wird bei Translatoren, bei Übersetzern zum Beispiel ganz gerne benutzt. Oder immer dann, wenn der Sinn dessen, was Sie da durchpumpen, eine Rolle spielt, dann ist Input-Feeding tatsächlich eine ziemlich gute Idee. Also Input-Feeding. Implementierung müssen wir, glaube ich, nicht anschauen. Implementierung ist einfach, ja, brauche ich nichts dazu sagen. Ich glaube, das ist geschenkt. Eine Sache muss ich Ihnen nochmal erklären, auch nochmal nachlegen, weil das in vielen Papern, in vielen Tutorials vorkommt. Und zwar, man kann einen Unterschied machen zwischen sogenannter Soft Attention und Hard Attention. Was wir bisher jetzt immer gemacht haben, ist Soft Attention. Sprich, wir berechnen Alignment-Faktoren. Hier Alignment Scores berechnet daraus mit Softmax die Alphas und benutzen die Alphas, um eine gewichtete Summe aus unseren Encoder States zu rechnen. Das ist soft, weil ich eben über diese Alphas quasi, ich nehme immer alle mit, nur vom einen mehr, vom anderen weniger. Wenn ich das Ganze hart machen will, strenger machen will, dann mache ich Hard Attention. Das heißt, ich schaue einfach, welches meiner Alphas ist denn jetzt das größte. Und wenn hier der vierte Schritt das größte Alpha hat, dann nehme ich den State vom vierten Schritt, Punkt. Ja, und lasse alle anderen weg. Ich nehme einfach nur den größten. Oft ist es kein großer Unterschied, weil durch die Softmax meistens einer sehr stark nach oben gehoben wird und 0,8 oder 0,9 hat und alle anderen fast 0 sind, dann ist kein großer Unterschied zwischen hart und soft. Aber es gibt Leute, die machen auch ganz gern Hard Attention, ja, weil es einfach natürlich eine strengere Auswahl
ist und auch in Fällen, in denen vielleicht der Attention-Mechanismus kein klares Ergebnis liefert, liefert die Hard Attention trotzdem am Ende ein klares Ergebnis, weil er einfach sagt, okay, der, der jetzt am meisten hat, der ist der Winner. Probieren Sie es aus. Ja? Es gibt, man kann Papers lesen, da zeigen die Leute, dass die mit Hard Attention viel schneller, viel bessere Ergebnisse haben. Es gibt andere Leute, die zeigen, dass sie mit Soft Attention bessere Ergebnisse haben. Das ist vielleicht auch Geschmackssache oder es hängt vom Problem ab. Vermutlich hängt es hauptsächlich vom Problem ab, das Sie anschauen. Dazu sollten wir jetzt natürlich noch ein Beispiel machen, aber ich habe das hier aus der Vorlesung rausgenommen. Da gibt es ein extra Tutorial dazu, in dem werde ich hergehen oder werden wir hergehen und werden unser S2S-Netzwerk, mit dem wir ja schon mal übersetzt haben, nochmal hernehmen und das aufrüsten mit einem Mechanismus, mit einem Attention-Mechanismus und schauen, wie dann die Ergebnisse sind. Auf die Ergebnisse gehe ich hier jetzt kurz ein. Wie gesagt, wie man es tatsächlich macht und wie das aussieht, kommt im Extra-Tutorial. Ich verwende wieder den gleichen Datensatz hier, Deutsch-Englisch, mit etwa 200.000 Sätzen, was viel zu wenig ist, um einen richtigen Übersetzer zu trainieren, aber wir wollen mal sehen, ob man zumindest ein bisschen was erkennen kann. Also, mit diesem Netz, mit unser S2S-Translator, jetzt mit Attention. Ich bin ein bisschen faul, habe auch nicht so viel Zeit gerade, wollte die Vorlesung hier fertig machen. Habe zweimal trainiert. Das erste Training, Mini-Batch Size 16, keine Regularisierung und Sie sehen lehrbuchmäßiges Overfitting. Hier ja, ab 5 Epochen geht der Loss hier auch schon wieder hoch, also lehrbuchmäßiges Overfitting, aber insgesamt die Accuracy gar nicht schlecht. Ja. 80% Accuracy heißt 80% des Validierungsdatensatzes sind alle Worte richtig, ist kompletter Satz richtig. Aber das Overfitting wollte ich weghaben, deshalb habe ich noch einen zweiten Lauf gestartet, habe die Mini-Batch-Size größer gemacht. Das führt in dem Fall auch zu einer Art Regularisierung, weil wenn ich 32 komplett unterschiedliche Sätze immer gemeinsam trainiere, dann wird natürlich der Gradient Schwierigkeiten haben, die richtige Richtung zu finden. Aber das will ich ja. Das ist ja die Idee von Regularisierung. Also größere Mini-Batch habe ich genommen, auch damit ich nicht so lange warten muss. Muss ich ehrlich gestehen. Ein bisschen Dropouts und ein bisschen L2-Regularisierung habe ich eingeschaltet. Und Sie sehen, die Regularisierung funktioniert. Die ist schon ein bisschen zu brutal. Ja, also er trainiert irre viel langsamer und geht hier quasi ab den ersten paar Epochen, geht er quasi linear immer weiter und ist noch lange nicht fertig hier wahrscheinlich. Ja, hier müsste ich wahrscheinlich nochmal 200 Epochen trainieren. Weil der geht auch hier, ja, die Validation Accuracy, die ist deutlich niedriger, die geht aber auch linear hoch, ja, die geht noch weiter hoch. Also wahrscheinlich würde ich hier mit langem Training noch weiterkommen. Besser wäre es jetzt mit der Regularisierung dazwischen reinzugehen, ja, nicht mehr ganz so viel regularisieren. Aber ich will ja nur ein Proof of Concept machen, das heißt, ich habe jetzt das blaue Netz, das zweite genommen, das auch nicht ganz so gut ist, ist egal, aber vielleicht nicht ganz so arg overfitted und habe am Ende den Snapshot genommen und dann ein paar Sätze ausprobiert. Was kann er denn jetzt hier? Und ich habe Ihnen das hier jetzt gleich auf der einen Folie alles drauf. Ja, das sind nochmal die Ergebnisse von unserem ursprünglichen alten S2S-Netzwerk. Wir haben gesehen, der konnte sehr schön auswendig lernen. Ja, der hat sehr schön, ich liebe Julia, I love Julia, Peter liebt Python, Peter loves Python, hat er auswendig gelernt. Wenn wir aber einen Mischsatz reingegeben haben, also ich liebe Python oder Peter liebt Julia, dann konnte er damit nichts anfangen. Ja? Dann sagt er entweder I love Julia oder er sagt Peter loves Python. Warum? Das liegt daran, wie unser Decoder funktioniert. Ja, unser Decoder ist ja eine Art Falltürmechanismus. Der bekommt am Anfang einfach einen State übergeben und dann bekommt er einen Tritt. Sehen Sie nicht? Ich habe hier unten gerade getreten. Ja, bekommt er einen Tritt und dann rennt er los und spult seinen Satz ab, den er gelernt hat, den er auswendig gelernt hat. Ja, so funktioniert das Ding. Und wenn er eben auf der Schiene ist, I love Julia, dann sagt er eben I love Julia.
Ja, und er kann nicht umschalten auf ILAV Python, weil da ist ILAV Julia, ist die Spule, die abläuft. Ja? Ich habe hier mal die Schiene genommen. Er sitzt jetzt auf der ILAV Julia Schiene. Mit Attention ist das was anderes. Ja, mit Attention schaut ja mein Decoder bei jedem Schritt mal oder fragt er seinen Attention-Mechanismus, wo soll ich hingucken? Und dann sagt ihm der Attention-Mechanismus vielleicht beim dritten Wort, schau auf den dritten Input, bevor du dich entscheidest, was du als nächstes machst. Und bei dem dritten Satz hier ist der dritte Input eben nicht Julia, sondern Python. Und dann kommt tatsächlich Python auch als Ergebnis raus. Weil das neuronale Netz kann jetzt, der Decoder kann, nachdem er schon ein Stück weit gelaufen ist, durch die Attention von der einen Schiene auf die andere Schiene wechseln. Ja, der Attention-Mechanismus sagt ihm, nee, geh nicht einfach weiter, sondern guck erst mal dort nach oder guck erst mal dort nach oder guck erst mal dort nach. Und so hat der Decoder in jedem Schritt die Möglichkeit, die Schiene zu wechseln. Und es ist nicht mehr einfach nur ein Falltür-Algorithmus, der zurückrattert von vorne bis hinten. Das ist das, was ich eben ganz am Anfang auch schon gesagt habe. Die Attention bringt in unser neuronales Netz genau diese Fähigkeit mit rein, basierend auf dem eigenen Zustand, basierend auf dem Kontext, basierend auf allem, was Sie an Informationen reinstecken können. Ja? Sie können sich auch noch neue Attention-Mechanismen ausdenken, basierend auf irgendwas, was auf das neuronale Netz einwirkt, zu entscheiden, wie es weitergeht. Selbst zu entscheiden, wie es weitergeht, also seine Zukunft selbst zu bestimmen, zu sagen, nein, ich möchte jetzt auf die linke Spur, nein, ich möchte jetzt wieder auf die rechte Spur und somit zu wechseln. Für so eine Anwendung hier ist das natürlich absolut genial, weil genau das brauchen wir. Ja? Wenn wir übersetzen, brauchen wir ja genau das, dass wir, wenn wir ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen Sätze gelernt haben, eben auch Sätze, die über Kreuz laufen, bei denen Teile ausgetauscht sind, richtig erkennen müssen. Und die Fähigkeit des neuronalen Netzes, dieser Spur zu folgen, die ist natürlich extrem wichtig. Und deshalb kommt die ganze Attention-Geschichte, die ganze Idee des Attention, sie kommt ja aus dem Natural Language Processing, hauptsächlich aus der Übersetzerei. Ja, da liegt es nahe, so zu denken. Tatsächlich kann man das aber auch in vielen, vielen anderen Bereichen natürlich anwenden. Logisch, ja. Auf die eine oder andere Art. Ja, hier habe ich Ihnen nochmal jetzt für das Beispiel, nein, für ein anderes Beispiel, die Attention-Faktoren rausgeplottet. Und zwar habe ich einfach mal die Liste meiner Trainings Datensätze durchgeschaut und habe einen schönen gefunden, der mir ganz gut gefallen hat. Ich höre immer gerne klassische Musik in meiner Freizeit. Schön, wenn ich mehr Freizeit hätte, um das auch zu tun. Und Sie sehen die Übersetzung, die unser Netzwerk liefert, die ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. I always hear music. Music is in my homework. Das ist also keine richtige Übersetzung, aber geschenkt. Wir haben ja gesehen, das Netz ist auch noch nicht fertig trainiert. Und wenn Sie an die Bengio-Badenau-Publikation denken, ganz am Anfang, die haben ihr neuronales Netz mit etwa 800 Millionen Worten, also sagen wir mal rund 100 Millionen Sätzen trainiert. Wir haben nur 100.000 Sätze gehabt. Ja, der Unterschied ist tausendfach. Ja, also die haben ihren Translator mit tausendmal mehr Trainingsdaten trainiert. Das muss natürlich besser werden. Also wenn man nur mit dem Tausendstel Trainingsdaten rangeht, das kann nicht perfekt werden. Wir wollen ja nur ein Proof of Concept hier haben. Und es war ja auch noch nicht fertig trainiert. Haben wir auch gesehen, ja. Aber was ich hier schauen will, ist was ganz anderes. Ich will schauen auf die Attention-Faktoren. Ja, was hier geplottet ist, ich habe mir in jedem Decoder-Schritt, also jedes Mal, wenn ein Wort, ein englisches Wort produziert wird, habe ich mir den Vektor der Attention-Faktoren ausgeben lassen. Ja, die unterste Zeile ist jetzt hier, ja, da sehen Sie hier die unterste Zeile, da steht I. Und die Attention-Faktoren, die zum I geführt haben, die sind jetzt auf dieser Zeile dargestellt. Ja, je gelber, je größer war der Faktor. Dann kommt das Always und die Attention-Faktoren, die zum Always geführt haben, sind auf der zweiten Zeile hier unten dargestellt. Und dann kommt es hier und da sehen Sie was Interessantes. Sie sehen, das Always
Als es always entstanden ist, dann hat er die Attention, das ist das zweite Wort, er hat aber die Attention nicht auf das zweite Wort des Inputs gelegt, sondern er hat die Attention auf das dritte Wort des Inputs gelegt. Ja, hier, auf das dritte. Hier, die Diagonale ist schwarz. Ups, wo bin ich da? Die ist schwarz. Aber, und was ist das dritte Wort? Das dritte Wort ist immer. Weil im Deutschen sagen wir, ich höre immer. Im Englischen sagen wir aber, I always hear. Das ist vertauscht. Und das neuronale Netz, der Attention-Mechanismus, der hat es gelernt. Der hat gelernt, dass er hier im zweiten Schritt auf den dritten Input hören muss. Und er hat gelernt, dass er im dritten Schritt bei hier auf den zweiten Input hören muss. Hier hört er auf den zweiten. Hier ist er weg von der Diagonale. Hier ist er von der Diagonale abgewichen, sondern hat das umgeklappt. Also so wie wir das in der Publikation vom Badenau auch gesehen haben. Ja? Und das macht dieser hier auch. Logisch ist der gleiche Attention-Mechanismus, der implementiert ist. Sie sehen auch weiter nach hinten, da wird es irgendwie immer breiter. Das heißt, da wird die Attention immer unsicherer. Das ist einfach noch nicht fertig trainiert. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass die LSTMs eben doch die Erinnerung verlieren. Ich hätte vielleicht, also wenn man es richtig machen wollte, müsste man es auf jeden Fall bidirektional machen oder zumindest den Input spiegeln, also die Input-Sequenzen rückwärts reinlesen, dann wäre auch das Ei vermutlich richtig gekommen. Da ist alles nicht optimiert an dem Netz. Ja? Das ist wirklich nur mal so quick and dirty ausprobiert. Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass selbst bei so einem quick and dirty ausprobieren, antrainieren, man schon sieht, dass der Attention-Mechanismus funktioniert, dass er tatsächlich erkennt, auf welches Wort des Inputs der Mechanismus mehr hören muss und auf welches er weniger hören muss. Ja, wunderbar. Lehrbuchmäßig, ja, hat mich echt gefreut. Ja, das sind jetzt alles Sequence-to-Sequence-Netze gewesen, die wir uns angeschaut haben. Die Frage ist, kann man sowas vielleicht auch mit anderen neuronalen Netzen machen? Und die Antwort ist logischerweise ja, natürlich geht das. Ja. Man kann Attention natürlich auch in CNNs machen. Ja. Wenn Sie einen Klassifizierer haben, der irgendwie ein Bild analysieren soll, dann können Sie dann natürlich den gleichen Attention-Mechanismus einbauen. Sie müssen nur die Arrays ein bisschen umbauen, ja, also was im S2S-Netzwerk eine Zeitreihe ist oder eine Sequenz ist, das ist jetzt eben der Ort auf dem Bild. Ja, Sie müssen eben jetzt die Attention machen, abhängig vom Ort vom Bild. Und was unsere RNN-Units waren, das sind jetzt die Units quasi an einer Stelle vom Bild über die verschiedenen Feature Maps nach hinten geschaut. Ja. Sie haben die Daten, dann muss die Tensoren einmal vielleicht anders organisieren, damit die in den Attention-Mechanismus reinpassen. Aber dann können Sie natürlich die gleichen Attention-Mechanismen auch für Bilder anwenden. Und sowas wird zum Beispiel gemacht, wenn man nicht nur eine Klassifizierung macht, also ist auf dem Bild ein Vogel oder ist da kein Vogel, sondern was man heute ja versucht, ist, dass man Bilder richtig beschreibt, Image Captioning, also schreibe eine Beschreibung, eine Überschrift zu einem Bild. Zum Beispiel, Ihr neuronales Netz soll hier ausgeben, a man is flying a kite on a sandy beach. Und jetzt kann man natürlich, das hier kann man zum Beispiel eben wieder mit einem RNN produzieren, ein RNN, das Text produziert. Und wenn ich Attention anwende, dann kann ich dem beibringen, dass er, wenn er an der Stelle ist und fragt, wer, dass er dann eben die Aufmerksamkeit auf den Mann hat. Dass er dann später die Aufmerksamkeit vielleicht auf den Drachen hat und noch später die Aufmerksamkeit auf dem Strand hat. Ja? Ist, glaube ich, billig. Ja? Ist völlig klar, wie man das machen muss. Man muss nur die Matrizen ein bisschen umbauen, dass die eben in den Attention-Mechanismus reinpassen. Ja, Image Captioning ist was, was ganz typischerweise so gemacht wird. Sie sehen hier die Publikation 216. Das sind aber auch Sachen, die tatsächlich heute aktuell sind, ja? Die man bis heute macht. Also wir haben auf der einen Seite einen CNN, hier ein vortrainiertes ResNet zum Beispiel, um Feature zu extrahieren aus einem Bild. Machen einen LSTM, um Texte zu produzieren hinten dran und dazwischendrin den Attention-Mechanismus, der jeweils auf eine bestimmte Stelle am Bild schaut.
Ja, das kann man sich anschauen. Hier ist auch aus dieser 2016er Publikation ein paar Beispiele. Ja, a group of people on skis in the snow, richtig erkannt. Ja, oder a street sign on a pole on a street, richtig erkannt. Und so weiter. Interessanter als zu sehen, was richtig ist, ist immer zu schauen, was ist denn nicht richtig. Ja, weil das zeigt uns, wo wir unseren Algorithmus vielleicht verbessern müssen. Deshalb habe ich hier ein paar Beispiele, die falsch sind. Ja, hier oben, a large white bird standing in a forest. Okay, irgendwas steht im Forest. Und die Attention-Faktoren, die dazu überlagert. Und man sieht, da wo er Bird sagt, hat er die Attention auf die richtige Stelle gerichtet. Der Filter erkennt eben dieses Ding da oben jetzt als Bird. Könnte vielleicht auch ein Vogel sein, ja, ist vielleicht nicht zwingenderweise eine Giraffe. Da unten, a woman holding a clock in her hand. Dann schauen wir mal bei Clock, wo geht die Attention hin? Bei Clock geht die Attention auf dieses Logo, das die Frau auf ihrem T-Shirt hat, und das sieht ja tatsächlich ein bisschen aus wie eine Uhr. Ja, also Attention hilft uns auch zu verstehen, was unsere neuronalen Netze so machen, wie die zu einer Entscheidung kommen, weil ich eben nachvollziehen kann, worauf basiert denn eigentlich dieses falsche Wort? Wie kommt es zustande? In dem Fall sieht man sogar, in beiden Fällen macht es irgendwie sogar Sinn. Okay, das waren die Attention-Mechanismen, die es gibt, zumindest mal die wichtigsten, und mit denen wir unsere normalen neuronalen Netze, CNNs und RNNs, anreichern können, um sie tatsächlich ein Stück weit intelligenter zu machen, um sie besser interpretierbar zu machen, um sie flexibler zu machen, um sie wegzubringen von dem, du bist eine Maschine, du reproduzierst das, was ich dir beigebracht habe, sondern um ihnen die Fähigkeit zu geben, ihre Zukunft zu beeinflussen, ja, ihren Zustand selbst zu gestalten sozusagen. Ursprünglich waren sie nur bei SIG-to-SIG-Netzwerken, aber wie gesagt, man kann die tatsächlich heute überall verwenden. Wichtig ist, ich habe Ihnen nicht umsonst so viele Attention-Mechanismen gezeigt, weil die natürlich schon für unterschiedliche Anwendungen jeweils geeignet sind. Ja, geht es uns nur um die Grammatik eines Problems, das zu untersuchen ist? Geht es uns um die Semantik? Wenn es um die Semantik geht, müssen wir andere Attention-Mechanismen verwenden, als wenn es um die Grammatik geht. Geht es vielleicht nur location-based oder temporal, also haben wir Zeitabhängigkeiten, die unabhängig vom Decoder-Zustand sind, dann ist ganz sicher eine gute Idee, so eine temporale Attention einzubauen. Oder spielen die Encoder-Zustände gar keine Rolle, dann ist es eine gute Idee, das Ganze location-based zu machen. Also die unterschiedlichen Arten von Attention-Mechanismen beeinflussen natürlich, wie unser neuronales Netz ein bestimmtes Problem tatsächlich lösen kann. Deshalb konnte ich es Ihnen nicht ersparen, alle zu erklären.